Hallo, mein Name ist Anja Opitz. Ich bin an der Akademie hier zuständig für den Bereich internationale Politik und Sicherheitspolitik. Und in den letzten beiden Sequenzen zu meinem Vortrag haben wir uns mal grundsätzlich über den Verlauf von Pandemien und Epidemien angeschaut und dann ein bisschen den Blick geworfen in den internationalen Kontext, ein paar Beispiele angeschaut zur Ebola-Epidemie, damals 2014 und 2018. Auf dem afrikanischen Kontinent und Covid-19 beispielsweise in der Ukraine. Und das sind natürlich zwei Regionen, die Kernelemente für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union sind. Und deshalb wird es in dieser Sequenz darum gehen, mal das Krisenmanagement der Europäischen Union zur Bewältigung der aktuellen Pandemie Covid-19 zu durchleuchten und anzuschauen. Die Europäische Union, und das mag vielleicht ein bisschen verwundern, hat ziemlich früh reagiert. Zunächst einmal hat sie, das vielleicht vorweg, gar keine ausschließliche Kompetenz im Bereich der Gesundheitsversorgung. Also sie hat keine die Mitgliedstaaten übergreifende Kompetenz, Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitspolitik zu betreiben. Aber sie hat ganz verschiedene Maßnahmen zum Krisenmanagement, die sie eben, wie schon gesagt, sehr früh eingesetzt hat. Ein Beispiel hier ist, am 9. Januar hat bereits die Kommission reagiert mit der Generaldirektion Sante. Das ist die Generaldirektion Gesundheit, wenn man so will. Und die haben das Early Warning System aktiviert, sodass alle Mitgliedstaaten gleichermaßen informiert worden sind über das damalige Ausbruchsgeschehen, sofern denn Daten bekannt war. Am 28. Januar hat dann der Rat auf Ebene auch der Mitgliedstaaten den Krisenreaktionsmechanismus aktiviert, damals noch auf Informationsmodus, aber im März dann schon auf vollen Modus. Und dieser Krisenreaktionsmechanismus, der kommt jetzt nicht nur zum Greifen in Pandemien, sondern ganz generell in Krisen und koordiniert die politische Reaktion der europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten auf schwere Krisen. Ebenfalls am 28. Januar hat sie den Zivilschutzmechanismus aktiviert und am 31. Januar hatte bereits das Europäische Parlament über den Haushalt 10 Millionen für die Forschung zu dem neuartigen Coronavirus bereitgestellt und heute sind es mehr als 40 Milliarden zur Bewältigung der aktuellen Pandemie. Die jüngste Geberkonferenz der Europäischen Kommission, die darauf ausgerichtet war, Forschungsgelder zu akquirieren für die Impfstoffentwicklung, hatte sich zum Ziel gesetzt, 7,5 Milliarden zu aktivieren und hat dieses Ziel eigentlich schon innerhalb der ersten Stunden überschritten. Die WHO, nochmal zur Erinnerung, hat zwar auch im Januar schon reagiert, indem sie einen Notstand oder einen Fall internationaler Tragweite ausgerufen hat, aber Covid-19 erst am 11. Februar zu einer Pandemie, einer globalen Pandemie erklärt hat. Diese verschiedenen Bereiche, vor allen Dingen im Bereich des Zivilschutzmechanismus, schließt natürlich auf der europäischen Ebene auch verschiedene Institutionen ein. Auch die Europäische Union hat so ein, sagen wir mal, eigenes RKI. Dort heißt es ECDC, also ein europäisches Zentrum für Prävention. Und das gibt, genau wie das RKI in Deutschland, eine regelmäßige Risikobewertung für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ab. Und das tut es schon, wie gesagt, seit Januar. Und es tut es grundsätzlich eigentlich auch auf 24-7-Basis. Als weitere Element, gerade unter diesem Deckmantel des Zivilschutzmechanismus, ist, dass die Europäische Union eine gemeinsame Auftragsvergabe für sogenannte Testkits initiiert und lanciert hat. Und das gerade ist ein Schlüsselelement zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Je mehr Daten vorhanden sind, je mehr Ärzte, Mediziner, Virologen wissen über das Ausbruchsgeschehen, den Verlauf dieser Krankheit, umso leichter tut sich natürlich auch die politische Ebene, entsprechende Maßnahmen zu setzen und anzupassen. Und noch hinzu kommt unter dem Zivilschutzmechanismus, dass es der Europäischen Union dadurch gelingt, und das tut sie regelmäßig, medizinische Teams zu entsenden und zu unterstützen bei der Lieferung von Gütern, beispielsweise Schutzkleidung, in die Länder, die es dringend benötigen. Wir haben das gesehen innerhalb des Austausches zwischen Italien, Deutschland, Spanien, Deutschland oder Frankreich.
Es wurde auch eine recht schnell eine gemeinsame Reserve für europäische Reserve für die medizinische Notfallausrüstung angelegt. Die wird auch diese Pandemie überdauern und quasi in einen Lessons Learned Präventionsmechanismus überführt werden im Nachgang dieser Pandemie. Und dann wurde ein Zentrum für die Koordination der einzelnen Notfallmaßnahmen aktiviert, welches ebenfalls die einzelnen Unterstützungsleistungen auf 24/7-Basis koordiniert und aufeinander abstimmt. Und da wir in der letzten Sequenz und eben auch die Außenbeziehungen thematisiert haben der Europäischen Union und uns die internationale Dimension dieser Pandemieausbreitung ja angeschaut haben und deutlich wurde, dass gerade die Staaten besonders stark von Covid-19 betroffen sein werden, indem es eben keine stabilen und leistungsfähigen Gesundheitssektoren und Infrastruktur gibt und dann noch ein Konflikt oder ein Krieg hinzukommt, das bringt natürlich diese umfassende Ursachenanalyse noch einmal sehr, sehr stark aufs Tableau im Zusammenhang mit einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit. Also beispielsweise auch der Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitssektor und dem Sicherheitssektor. Und hier kommt der sogenannte Krisenreaktionsmechanismus nochmal ins Spiel, den der Europäische, der unter dem Ratsvorsitz koordiniert wird und sich quasi auswirkt auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Er ist im Übrigen ein inhärenter Bestandteil der EU-Solidaritätsklausel. Das geht so ein bisschen in die Debatte, ist die EU solidarisch? Hier muss man ganz klar die Antwort finden, ja, denn sie hat diesen Mechanismus und sie hat ihn auch aktiviert. Alles, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass die EU ja nur begrenzte, wenn überhaupt, Kompetenzen in der Gesundheitsvorsorge hat. Dieser Mechanismus wurde eigentlich auch schon aktiviert damals bei dem schweren Erdbeben in Haiti. Er bringt alle wichtigen Ressorts zur Bewältigung der spezifischen Krise an einen Tisch, damit die sich aufeinander abstimmen können. Das sind die EU-Institutionen, die relevanten, als auch die Mitgliedstaaten, aber auch die EU-Agenturen und spezielle Experten. Kleiner Zwischensatz hier, dieser Reaktions- oder Krisenreaktionsmechanismus ist, wenn es jetzt keine akute Krise gibt, die Europäische Union von der die Europäische Union betroffen sind, immer in so einer Art Übungsmechanismus. Es finden also regelmäßige Krisenreaktionsübungen statt zwischen der NATO, den Mitgliedstaaten der EU und der EU, um die Mechanismen insgesamt zu verbessern. Denn nichts ist wichtiger in einer solchen Krise, dass man schnell, systematisch und koordiniert und aufeinander abgestimmt handeln kann. Und hier ein kleines Beispiel, der Treffen der Verteidigungsminister unter diesem Mechanismus. Es ging hier dazu, die Europäische Union hat ja insgesamt 28 Missionen und Operationen global gesehen. Und es geht hier darum, die Unterstützung der Streitkräfte in diesen Missionen und Operationen weiter zu leisten, gerade in den Drittländern, um die EU oder die Präsenz der EU vor Ort aufrechtzuerhalten. Wir sprachen in der letzten Sequenz über die Ukraine und die Sorge, die man hat, gerade in Bezug auf den Gesundheitszustand der Personengruppen, die in der Konfliktzone leben, die dort gar keinen Zugang zu Gesundheitsvorsorge haben. Und es gibt hier eine Taskforce, die der Militärstab sogar leitet, der den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten und den Streitkräften fördert zur Bereitstellung von Logistik beispielsweise, zur Bereitstellung von Transport- und Supportmöglichkeiten für den Bau von Krankenhäusern, für den schnellen Bau von Krankenhäusern, für den Einsatz auch von militärischem Personal in der Unterstützung von zivilen Personal vor Ort, wenn es da Mangelzustände gibt, was natürlich gerade in Kriegs- und Krisenreaktionen von essentieller Bedeutung ist. Es geht auch darum, dass dieser Mechanismus beispielsweise auch zu einem Austausch von Polizeikräften kommt, um diese nationalen Dienste hier eben zu unterstützen. Das allerdings war nur ein Auszug
all der Maßnahmen, die die Europäische Union lanciert hat. Man kann, wenn man das möchte, auf die Seite der Europäischen Kommission gehen. Dort gibt es eine ganz einzelne Seite zur Bewältigung von Covid-19, wo all diese Maßnahmen und noch darüber hinausgehende, die ich jetzt thematisiert habe, einsehbar sind. Auch gibt es so eine Zeitline, die man sich anschauen kann, wann welche Schritte lanciert worden sind. Die Europäische Kommission hat auch einen eigenen Channel über Instagram, Facebook, wo über die beispielsweise ganz gezielt gegen die Verbreitung von Desinformationen gearbeitet wird. Auch der Europäische Rat auf der Seite beschreibt sehr, sehr ausführlich den Krisenreaktionsmechanismus, den ich gerade in Auszügen natürlich nur angesprochen habe. Aber auch hier sind weitere Initiativen einsehbar, auch lokale Initiativen von kleinen Unternehmen, die sich unterstützen und dann mithilfe der europäischen Institutionen weiteren Support erhalten, auch länderübergreifend innerhalb der Europäischen Union. Das ist ganz interessant, sich die beiden Seiten mal einzuschauen. Sie gibt es auch in allen Sprachen, die europäischen Mitgliedstaaten so sprechen. Ja, und um das zusammenzufassen und insgesamt meinen Vortrag zusammenzufassen. Ganz generell, wenn es um eine Krise geht und im Speziellen natürlich auch, wenn es um Krisen wie große Gesundheitskrisen, Epidemien und Pandemien geht, dann sagten wir ganz am Anfang, das Wichtigste ist, dass der Staat und die Gesellschaft gegenüber diesen Störungen Widerstandsfähigkeit ist, also indem man eine sogenannte Resilienz entwickelt. Das heißt, alle Maßnahmen, die man setzt und alle Präventionsmaßnahmen, die zwangsläufig im Nachgang einer solchen Krise folgen müssen und die jetzt auch schon begonnen werden müssen, müssen ein Ziel verfolgen. Man muss eine Toleranz gegenüber den Unsicherheiten entwickeln. Der Klimawandel wird weitere Krisen mit sich bringen. Es wird auch weitere Wirtschaftskrisen geben, die Europäische Union treffen wird. Also das Ziel muss es sein, Toleranz zu entwickeln gegenüber diese Unsicherheiten, indem man bestimmte Institutionen stärkt, indem man bestimmte Politikbereiche stärkt und die auch stärker miteinander vernetzt. Dieses ressortübergreifend, wenn ich immer davon spreche. Was man dadurch automatisch vermeidet, ist eine sogenannte Intoleranz gegenüber Risiken, die sich natürlich mit dem gerade genannten Ziel verbinden. Herzlichen Dank, fürs Durchhalten bis hierher.